Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Extra Sock der Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise natürlich mal wieder familienadäquat. Ja, wir haben so ein bisschen Baulichkeiten im Garten überlebt und da sehen wir ja so, wie der Garten hier so ein bisschen geworden ist und irgendwie wartet die Familie immer noch hier weiter vorne und ich würde mal sagen, lassen wir sie nicht ewig warten, schauen wir mal. Was steht denn da? Die Online-Dienste werden innerhalb von 5 Minuten zu Wartungszwecken abgeschaltet. Yes, super. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert trotzdem ja adäquaterweise oder was hier. Ja, Online-Zwecke. Ich hoffe mal, es funktioniert. Schauen wir mal. Ansonsten haben wir eine sehr kurze Folge. 5-Minuten-Folge. Das habe ich ja noch nie gehabt. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Dass sich auch schon irgendwo meldet, so nach dem Motto, wir haben hier gleich hier mal eine Wartung oder so, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist sehr irritierend. Das kenne ich eher so aus verschiedenen MMO-Spielen, dass dann auf einmal alles weg ist. Da kann man drehen und meckern, was man will. Das ist einfach so. Das ist dann alles weg und dann gibt's auch kein Heulen. Aber dann heulen die Leute trotzdem und ja, so wie es halt ist, war, dann heulen die Leute und sagen dann, hey, du Mist, ich bezahle hier mein Abo, das ist alles so teuer, mal seid ihr offline, ja. Das sind dann immer die Leute, die 24/7 zocken. Die kennt man immer, die gibt's in jedem Spiel. Und zwar gibt's die wirklich in jedem Spiel, das ist die wahre Hölle. So, irgendjemand musste doch Charisma machen. Sie musste theoretischerweise Charisma machen. Sie ist höchst konzentriert. Ich finde es schön, dass du höchst konzentriert bist. Aber weißt du was? Du darfst reden üben. So rein theoretisch. Ja, geh mal bitte mal auf Klo und sprech da mal. Ja. Ich werde mal durchklicken, während sie dann reden üben sowieso macht, ob ich hier auch mal die Unterhaltung in Richtung Familien-Dings-Bla sowieso Schwall. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Die Möglichkeit habe. Aber irgendwie ist das immer noch nicht da. Es ist doch Wahnsinn. Das ist. Ich weiß nicht. Und davon nicht viel. Wie geht's denn hier? Oh, Levelaufstieg. Charisma, da haben wir es. Ja, sehr schön. Wow, wenigstens etwas, was klappt. Superhirn, ein kriminelles Superhirn. Gruppen. Reden über. Ah. Das ist aber jetzt Interessantes. Dann machen wir das mal. Warte mal, ist das hier auch? Mehr Auswahl? Ah, sie kann nicht über Gruppe, weil die ja gar nicht drin ist. Interessantos. Dann gehen wir mal hier. Warte mal. Mehr Auswahl. Gruppen. Reden über. So. Okay. Wie viel Musiken? 1 von 5. Na, das ist ja mal super. Unter der Leitung von Kitami Quantum wird die Gruppe Quantum immer besser. Die wird immer besser. Ja, wecken wir mal die junge Dame mal auf. Die soll da eh nicht lange pennen. Vor allen Dingen keine 100 Jahre. Kima kann jetzt am Computer oder Tablet, in Foren provozieren. Das ist ja mal eine tolle Leistung. Wir machen eine Forenprovokation. Genau, das machen wir. So, die junge Dame ist wach. Mehr Auswahl, Gruppen und Reden über Gruppe. Danke sehr. So, die und die und die Person haben wir. Ich weiß nicht, wen wir jetzt alles hatten. So, zumindest kommt da Oparillo. Hallo Oparillo, darf ich mit dir auch mal reden über die Gruppe? Oh, komm mal her. So, tut auch nicht weh. Nur ein bisschen. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Oh Gott, ey. Da ist nichts zu toppen. Haha.
Okay. Finde super, was Kitame daraus macht. Mensch, was die daraus macht und was die daraus macht, ist ja Wahnsinn. Gut, ditte hat sie. Theoretisch müsste dann noch unsere Iren kommen. Ah, die pennt jetzt schon. Gut, morgen müssen wir mit der Iren quatschen. Das ist aber irisch. Hm, lecker. Die scheinen sich einfach gut zu amüsieren. Ich guck gerade so ein bisschen zu. Und wie ihr merkt, ändere ich so langsam so ein bisschen auch die Art der Spielweise. Also ich werde jetzt nicht so straight immer da füttern, machen, tun. Sondern wir lassen sie auch mal ein bisschen mal machen. Ja. Wir lassen euch mal ein bisschen machen. Halt! Aber was ich mal machen will, ist mal sie nochmal anquatschen. Warte mal. Hier, mehr Auswahlgruppe. Vielleicht zählt das sogar schon. Reden über... So, danach kannst du schlafen gehen. Wie müde bist du denn eigentlich? Oh, naja, das geht noch. Es geht noch. Es könnte schon schlimmer sein. Oh, kommen Sie mal ran. Genau. Mal sehen, ob das schon zählt. Ja, das hat gezählt. Sehr schön. Das heißt, es muss nur noch Charisma. Charisma! Wie weit ist es denn eingestanden? Dann ist er auf Lightwolf. Bei Lightwolf muss sie eine Gruppe mit 8 Sims leiten. Naja, so, super. Wie viele Punkte haben wir denn? 1000 brauchen wir insgesamt. Hier. Nee, Quatsch. Jetzt bin ich ganz blöd. Bier natürlich. So. Oh, haben wir. Das heißt, wir können gleich mal sie in die Gruppe reinhauen. Nee. So war das. Wo haben wir nette? Hier, 500 Punkte. Gruppenkapazität, Erweiterung, Kofen. Ja, möchte ich. So, und dann können wir zufügen. Maya Müller. So, Gruppe komplett. So, sie hat gerade so eine Nachricht bekommen, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, dass das, nochmal so ist. Keine Ahnung, warum. Gut. Kicken wir mal weiter. Was machen die denn aktuell? Warte mal. Reparieren, sauber machen und das. Welche Belohnung haben wir? Die Belohnung lassen wir. Wir müssen erstmal die 1000 sowieso Punkte behalten. Nicht, dass das nachher zu Irrtümern kommt. So nach dem Motto. Ja, du kannst jetzt keine mehr holen. Erfüllen. So, jetzt haben wir es. Mann. Ey, also jetzt zeig ich manchmal, wenn ich auf den Schlauch stehe, stehe ich auf den Schlauch. Ne? Gut. Wie sieht's denn aus? Sie ist wach. I'm himself ist auch wach. Wie sieht's denn da aus? Was macht denn die? Naja, könnte auch bald schlafen gehen. Ja? So rein theoretisch. Ja? Was wäre ja nichts übers Knie brechen, ne? Wie sieht's denn mit der Beruflichkeiten aus? Stimmt, sie könnte theoretischerweise kündigen. Ja, ja? Da seht ihr, hat ja keine Aufstieg mehr oder sonstiges. Hier steht nur noch, nicht begonnen und so. Stimmt, sie hat's ja durch. Was haben wir denn noch? Warum bist du hier? Was ist los mit dir? Aha. Der Typ ist lustig. Um 22 Uhr noch was. Aber so langsam könntet ihr theoretischerweise doch mal schlafen gehen, ne? So ein bisschen, ne? Machen wir das mal. Schlafen. Weil so langsam bräuchte ich dann doch den nächsten Tag. The Day of Us oder so. The Last Day, genau. Komm mal rein hier. Wo bist du hier? So, und auch mal bitte Peneritis. So ein bisschen schlafen ist nicht verkehrt. Das Lied geht mir gerade auf den Driss. Ja, das ist geil. Das ist so aus diesen alten Sims-Dingern. Ich glaube, das war sogar auf dem 3DS.
Zinsen! Schon wieder Kohle. 1,2 Millionen. 1,2 Millionen. Ja, jetzt sag ja, jetzt kommt das Geld von der Alenerin. Hunger hat sie. Komm, du solltest ein bisschen schon was essen. Also das wäre gar nicht verkehrt. Komm mal hier ran. Öffne dir das hier mal bitte und hol dir mal ein Gerücht raus. Alter, hast du Hunger. Ah, das ist so eine Bestellung in die Richtung. Merkt er? Wenn ich so hingucke, so rum, dann ist lauter. Aha. Hallöchen, Hugh Hefner. Sehr schön, dass du hier so stehst, aber weißt du was? Oh, du bist nicht anders zu ertragen, tut mir leid. Oh, ist das aber gemein hier. So, und unsere irische Freundin auch. So, einmal bitte sowas hier. Aha, aha, aha. Auch du darfst mal bitte dein Outfit ändern. Was will sie machen? Mit JD plaudern? Aber JD hat keine Lust anscheinend. Der haut ab. Der sagt sich, nee, lass mich mal bitte in Ruhe. Naja, der setzt sich nur gemütlich hin. Der ist jetzt faul. Kann natürlich auch so sein, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau. So, junge Dame, was los? Essen Sie mal ein bisschen was. Ne? Sie sehen so dünn aus. So dünn. So ultra dünn. Man nannte sie auch dünne. Mal lange dünne. Die dünne lange. Die Dürrele. Nee, die lange Dürre. So war das gewesen. Ich habe echt gerade überlegt, wie war der Witz. Die lange Dürre war das natürlich. Natürlich war das die lange Dürre. Ne? Mann. So, ein bisschen Hygiene darfst du dann auch noch machen. Weil ich will mal gucken, ob ich mit dir heute was hinkriege. So rein theoretisch, hä? Hau mal. Na, was los? Essen. Stopf rein. Jetzt wippe ich gerade so ein bisschen mit dem Kopf zum Takt der Musik. Na, was los? Hast du jetzt fertig gegessen oder? Irgendwie nicht, wa? Gut, aber eigentlich bist du fertig. So, theoretisch. So, dann, wer darf denn das noch essen? Du darfst das essen. Ja, Grillkäse essen, danke. So, und du hast gesagt, nee, hab ich gesagt, du darfst ein bisschen Hyäne machen. Eine kleine Hyäne. Das heißt, ein bisschen Hände waschen, ein bisschen Zähne putzen. So, und du darfst natürlich auch ein bisschen adäquat aussehen. Na, was los? Outfit ändern. Alltagskleidung. Der gleiche betrifft auch mich. Gerade mich. Na, was los? Putzwahn? Oha. So. Hä? Runde bilden? Hä, bin ich blond oder was? Was kriegt denn hier für komische Symbole hier? Outfit ändern. So, Alltagskleidung. So, und dann darfst du Putzwahn machen. Ja, so viel Spaß. Wenn du Putzwahn haben willst, dann mach mal... Oh, da freut mich aber. Putzwahn. So, nehmen wir erstmal die Dame da. Die hat Putzlappen an. Und fertig läuft's. Gut, Ecke, mach jetzt mit ihr hier. Sie ist nämlich ganz voll fit. Das heißt, wir gehen mal weg mit ihr. So, was haben wir hier? Die Klippen? Nee, da wollte ich nie hin. Jetzt will ich mal woanders hin mit ihr. Wir gehen mal mit ihr nach Oasis Springs. Und zwar zu dem Wüstenblütenpark. Das machen wir mal. Rock'n'Roll. So, wir sehen uns. Wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft,
gerne morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.